Hallo und willkommen zurück zu Yes to Less. Ich bin Miriam, ich mache Videos über Minimalismus und heute habe ich eine Buchrezension für euch. Und zwar von dem Buch Ein leichtes Leben, einfache Schritte, um den Alltag aufzuräumen von Anna Newton. 2019 erschienen, 272 Seiten und kostet 16,99 € im Hardcover. Ich muss dazu erstmal was Peinliches sagen, und zwar habe ich dieses Buch schon länger auf meiner Wunschliste. Und gleichzeitig gucke ich den YouTube-Kanal The Anna Edit und ich habe bis vor kurzem, bevor ich das Buch gekauft habe, nicht die Verbindung gemacht, dass die Autorin von dem Buch auch gleichzeitig die Anna von The Anna Edit ist. Ja, peinlich, aber ich habe es dann noch verstanden und dann habe ich gedacht, okay, den YouTube-Kanal, der ist ja ganz in Ordnung. Ab und zu gucke ich mir da mal ein Video an. Ich habe sie auch abonniert und dann liest du dir doch jetzt auch mal ihr Buch durch. Und das habe ich getan. So, nun. So, bevor es um den Inhalt des Buches geht, wollte ich euch das Buch mal zeigen. Es sieht so aus. Es ist eine Hardcover-Version. Es gibt das noch nicht als Taschenbuch, aber als Kindle. Und ich finde es sehr hübsch. Also es hat so eine goldene Schrift. Und auch innen, das Layout ist sehr hübsch. Also da gibt es zum Beispiel an den Kapitelanfängen jeweils so eine Seite. Und normal ist es dann so geschrieben, also auch mit so kleinen Kästchen und so weiter und so Stilelementen. Was ich sagen muss, und vielleicht liegt es daran, dass ich schon 40 bin, aber die Schrift ist wahnsinnig klein, also kleiner als normal. Dadurch ist dieses Buch unglaublich inhaltsreich, aber ein bisschen größer wäre gut gewesen. Was sehr schön ist auch, ist, dass es zum Beispiel auch so Flowcharts gibt für Entscheidungen. Dann gibt es auch Tabellen. So sieht das dann aus. Und es gibt auch Checklisten, wie zum Beispiel hier. Und es ist sehr abwechslungsreich designt. Zum Beispiel wird es auch manchmal unterlegt mit so einem Muster hier. Und es ist alles in dunkelblau, also so Navy ist tatsächlich die Schrift und nicht schwarz, glaube ich. Und so einem Türkis. Ja, also schön einheitlich, schön designt und ja, definitiv wurde da eine ganz viel Arbeit in das Layout gesteckt, um das möglichst gut zu strukturieren. Also es ist ein Buch, was einem wirklich das Gefühl gibt, okay, hier habe ich was Hochwertiges gekauft. Dadurch, dass es Hardcover ist, dadurch, dass das Design so einheitlich ist, dadurch, dass es durchdacht ist und die verschiedenen, ja, Sachen, also normaler Fließtext ist ganz normal gelayoutet, aber wenn man eine Liste hat und so, ist das speziell gelayoutet. Von daher wirkt es sehr hochwertig. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde, die 17 € sind durchaus gerechtfertigt. Nun aber zum Inhalt. Neben dem Vorwort und dem Anhang, wo dann noch weiterführende Literatur und Webseiten genannt werden, ist das Buch in drei Teile gegliedert. Und zwar haben die sehr grobe Namen. Es ist nämlich einmal der Abschnitt Leben, dann gibt es ein Kapitel zur Arbeit und das letzte Kapitel geht um das Thema Zuhause. Am Ende der Kapitel gibt es jeweils eine Zusammenfassung und eine Checkliste, die das aber wirklich nur sehr grob umspannt. Diese sehr groben Kapitel haben eine Feineinteilung, das heißt, es gibt Unterkapitel. Das ist zum Beispiel bei Leben, da geht es zuerst um Terminplaner, um das Thema Zeit organisieren, Zeitmanagen. Dann geht es um Geld bzw. Finanzen, es geht um Selfcare, sowas wie Schlaf, Pausen, Essen, Sport, Digital Detox und auch um Zielsetzungen. Im Kapitel Arbeit geht es zum Beispiel um Ordnung am Arbeitsplatz, es geht um Motivation und es geht um Produktivität. Beim Zuhause geht es hauptsächlich um das Ausmisten und dann auch speziell um die Klamotten und auch zum Schluss den Haushalt, unter anderem auch dann putzen und organisieren. Bevor ich jetzt auf Details eingehe, muss ich euch sagen, ich habe ein ganz großes Problem mit diesem Buch, nämlich die Sprache. Die Sprache ist für mein Empfinden sehr hyper. Da sind lauter Referenzen auf ja, Celebrities oder irgendwelche britischen Kochshows. Also zum Beispiel sagt immer wieder, wie toll sie denn Ryan Gosling findet und dass sie
Wie heißt die Serie? The British Bake Off oder so? Das binge-watcht sie irgendwie immer. Also es ist auch von der, wie sie schreibt, also zum Beispiel, wenn sie Sachen betonen will, dann schreibst du das in Großbuchstaben oder es gibt auch dieses, was man ja im Internet manchmal macht, in Foren und so weiter, dass sie was zwischen Sternchen schreibt, so ein Seufz oder sowas nach dem Motto. Es ist im Allgemeinen eine sehr jugendlich moderne 21. Jahrhundert Gen Z-Sprache. Es ist sehr extra. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was gegen dieses Buch spricht. Es ist nur etwas, was mich persönlich total stört. Es ist ein Stil, ich mag ihn halt nur nicht. Ich fühle mich irgendwie zu alt dafür. Ich finde es irgendwie, es funktioniert nicht mit dem gedruckten Wort, vor allen Dingen, weil man ja dieses recht schwere und schön designte Buch hat und dann hat man irgendwie das Gefühl, was da geschrieben wird, das ist irgendwie. Das ist vielleicht für einen Blog-Eintrag in Ordnung und für so einen kurzen Absatz, wenn man so 2 Minuten irgendwas im Netz liest. Das funktioniert, aber ich glaube, es funktioniert halt zumindest für mich nicht im Buch. Also das, wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wenn euch dieser Stil gefällt, dann werdet ihr dieses Buch sehr gerne lesen. Ich hatte tatsächlich Probleme damit. Ich habe das schon bei der Einleitung gemerkt. Ich dachte so, cool, hoffentlich ist das jetzt nicht das ganze Buch über so, aber es war halt so. Und ich konnte es deswegen nicht so ganz ernst nehmen. Ich musste auch ein paar Mal Pause machen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Ich weiß, es klingt jetzt furchtbar, aber wie gesagt, es ist halt ein Stil, der nicht neutral ist, der so ein bisschen kontrovers ist und man muss das halt mögen. Und ich mochte ihn halt nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt da durchaus einige positive Sachen an dem Buch, die mir auch sehr gut gefallen haben, aber ich konnte halt nicht so wirklich über die Sprache hinwegsehen. Zum Beispiel ist sehr positiv, dass hier sehr viele Informationen geboten werden. Das habe ich ja schon gesagt. Es ist auch sehr empathisch geschrieben und sehr anschaulich. Und ich finde auch, dass es durchaus ein hilfreiches Buch ist für Leute, die sich besser organisieren wollen. Ich fand zum Beispiel super, im ersten Kapitel hatte sie eine Gegenüberstellung von oder eine Liste von Apps und verschiedenen Methoden, seinen Kalender zu führen und die Vor- und Nachteile von denen und für wen die geeignet sind. Das fand ich super. Und ich fand auch zum Beispiel sehr schön, dass sie im letzten Kapitel eine sehr nützliche Liste für wöchentliche, monatliche, jährliche Putzaufgaben gemacht hat. Ich finde, sowas ist sehr praktisch und wenn man sowas liest, damit kann man was anfangen. Ich möchte ganz kurz noch auf ihre Ausmistmethode eingehen und zwar hat sie da ein Akronym für, das ist FULL, also FULL. Das F steht für Functional, also funktional. Das wären für sie zum Beispiel Möbel, die eine bestimmte Funktion erfüllen, zum Beispiel Bett, Nachttisch, Regal, was auch immer, die behält man. Dann das U steht für Used, also die Sachen, die man tatsächlich auch benutzt. Das erste L steht für Love, also geliebt. Sachen, die man liebt, darf man natürlich behalten. Und das zweite L steht für Like, also Sachen, die einem gefallen, also vom Stil her. Und die darf man dann auch behalten. Also das sind so Fragen, die man sich stellen soll. Ist es funktional? Benutze ich es? Liebe ich es? Mag ich es? Jetzt muss ich sagen, ich finde diese Methode nicht so wirklich überzeugend. Also erstmal ist nicht ganz klar, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem ersten L und dem zweiten L. Zum Beispiel hat sie Beispiele aufgeführt und da kommen zum Beispiel Pflanzen, kommen einmal beim ersten L, also bei Love vor und bei anderen kommt es beim zweiten L vor. Und ich weiß nicht, ob es sich da selber so ganz im Klaren ist, was jetzt was ist. Und ich finde auch durchaus, dass man nur weil man eine Sache mag, sie nicht unbedingt behalten muss. Ja, also das fand ich so ein bisschen seltsam. Ich finde auch nicht, dass man Sachen unbedingt behalten muss, nur weil sie funktional sind. Klar, wenn sie funktional und benutzt und geliebt werden, dann schon. Aber entweder oder. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es der beste Leitfaden ist, um es auszumisten. Aber ich finde es gut, dass sie ein extra Kapitel auch zu Kleidung gemacht hat. Und da ist sie als Fashion-Beauty-Bloggerin durchaus Expertin. Was mir, obwohl sie das eigentlich in der Einleitung erwähnt hat, ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass das mit dem Ordnung schaffen, Ordnung halten relativ spät im Buch vorkommt. Wie gesagt, sie hat es angekündigt, aber irgendwie hatte ich gedacht, dass sich dieses Buch mehr da um diese konkreten Dinge dreht. Aber sie fängt halt mit ganz anderen Sachen an. Man muss das Buch allerdings auch nicht in der Reihenfolge lesen, wie es geschrieben ist. Also, Fazit von mir.
das ist jetzt nicht per se ein schlechtes Buch, obwohl ich jetzt gerade sehr viel Schlechtes gesagt habe. Ich finde, es sind viele Informationen drin, es ist ein schönes Design. Ich finde auch die Listen gut, ich mag die Flowcharts, aber es ist ein sehr anstrengendes Buch, zumindest für mich gewesen, von der Sprache her. Es wirkt sehr gewollt und sehr, ach, ich bin hier die kleine Bloggerin und ich bin ja nicht wie die anderen und ich muss nicht vernünftig schreiben, wenn ich ein Buch schreibe. Sorry, ja, ich höre jetzt auch auf. Ich glaube da tatsächlich, dass dieses Buch am besten geeignet ist für Fans von ihr und für junge Frauen Anfang 20. Sie selbst ist übrigens Ende 20, als sie das Buch geschrieben hat. Ich glaube, dass tatsächlich junge Leute mehr damit anfangen können und vielleicht auch mit der Sprache mehr anfangen können. Weiß ich nicht, vielleicht nervt es die 20-Jährigen auch, ich weiß es nicht. Kann mir mal jetzt in die Kommentare schreiben. Fazit, ich würde dieses Buch nicht so wirklich empfehlen. Was ich ein bisschen schade finde, war, da doch einige Gold Nuggets drin sind, die aber leider unter diesem ganzen Wortmüll irgendwie verschwinden. Trotzdem, falls euch die Sprache zusagt und ihr einen Bedarf an diesen Informationen habt, dann könnt ihr zumindest mal in die Leseprobe reinschauen, gucken, ob euch die Sprache stört, ob euch der Stil gefällt. Und wenn ja, dann ist es sicher ein gutes Buch für euch. Ansonsten, falls ihr lieber irgendwas ein bisschen neutraler, ein bisschen, sagen wir mal, seriöser geschriebenes lesen wollt, dann solltet ihr vielleicht an diesem Buch vorbeigehen. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein schlechtes Buch. Es müsst halt in der Zielgruppe sein. Ich glaube, dann wird es euch auch gefallen. So, ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick verschafft über das Buch Ein leichtes Leben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.